Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe eine Frage an Sie. Was hat eigentlich das Leben mit einer guten Ausgabe Filmfest Spezial gemeinsam? Beide sind wie eine Schachtel Pralinen. Es gibt so viel Auswahl, für jeden ist was dabei. Trotzdem nimmt man natürlich immer seine Lieblingssorte, immer die gleiche, Nuss-Nougat-Krokant. Und der Rest bleibt dann so liegen. Aber man probiert dann hier und da doch mal und vielleicht findet man ja irgendwann eine Sorte, die einem auch schmeckt. Und dafür haben wir heute die perfekte Voraussetzung. Wir werden unserem Namen Filmfest-Spezial mal so richtig gerecht. Wir haben einen Haufen Filme, die wir auf Festivals gefunden haben, überwiegend auf der Berlinale. Wir haben einen Festivalbericht aus Osnabrück vom EMAF und einen Film vom Filmfest Oldenburg. Vom Filmfest Oldenburg. Das alles und noch viel mehr in dieser Sendung ist mit Sicherheit auch was für Sie dabei. Das deutsche Drama Alle, die du bist. Das Biopic Golda. Ein Bericht vom EMAF, dem European Media Art Festival in Osnabrück, die Musikdokumentation Teachers of Peaches und der spanisch-französische Animationsfilm Robot Dreams. Doch beginnen wir mit dem, was normalerweise ganz am Ende kommt, Sterben. Das ist der Titel des deutschen Dramas von Matthias Glasner. Und wenn Sie diese Sendung sehen, dann ist der Film schon angelaufen in den deutschen Kinos. Ein bisschen spät für uns, aber um diesen Film können wir keinen Bogen machen. Auf der Berlinale hatte der Film Premiere und es war unmöglich, an diesem Filmtitel vorbeizukommen. Haben ihn leider erst etwas später gesehen, aber man hat gehört an jeder Ecke, das wird womöglich der deutsche Film des Jahres. Und ist auch für zahlreiche Preise nominiert beim Deutschen Filmpreis. Die ganzen großen, beste Regie, bester Schnitt, bestes Drehbuch, beste HauptdarstellerInnen, da kommen wir nicht dran vorbei. Auch wenn ich persönlich kein großer Fan bin von Lars Eidinger und Corinna Harfouch, womit ich wahrscheinlich in der Minderheit bin. Es gibt viele Gründe, diesen Film zu sehen und zu besprechen. Darum jetzt zu meiner Kritik. The name of the piece ist Sterben. Das ist jetzt völlig egal. Das ist überhaupt nicht egal! Einen Film Sterben zu nennen, ist ein Statement. Wenig überraschend ist es, dass der Tod in Matthias Glasners Epos allgegenwärtig ist. Die Familie Lunis scheint vom Leiden heimgesucht zu sein. Gerd ist dement und seine Frau Lissy hat Krebs und Diabetes. Sie können sich nicht mehr um sich selbst sorgen. Und ihre beiden Kinder kommen so gut wie nie zu Besuch. Tom hat jetzt schon ein eigenes internationales Orchester. Nein, das ist nicht mein Orchester, also das ist ein Jugendorchester. Das dirigiere ich ab und zu. Tom dirigiert das Stück seines besten Freundes Bernhard, der depressiv und suizidal ist. Ellen ist alkoholkrank. Mein Bruder ist Dirigent. Wow. Genau. Wow. Zu sterben ist vermutlich schlimmer als der Tod. Das langsame Dahinsiechen, sich durchs Leben zu quälen, lebend, aber nicht lebendig. Glasners Gegenentwurf zum heiteren Familienfilm ist aber kein Schlag in die Magengrube. Es ist das Herausklettern aus der Grube, das Entballen der Faust. Warum sollte man sich einen so elenden Film ansehen? Was hat man davon? Hinter Sterben verbirgt sich eben kein Misery-Porn. Da ist keine Lust an den Qualen der Loonies. Leiden wird nicht zelebriert, sondern anerkannt. Dem Film fehlt jede Spur von Zynismus und Lebensmüdigkeit. Stattdessen quillt er über vor Mitgefühl. Spiel! Mit zu leiden, miteinander zu leiden, ist vielleicht nicht angenehm, aber die menschlichste aller Emotionen. Sterben ist ein komplexes Figurenstück, über das Glasner jedoch nie die Übersicht verliert. Über 3 Stunden, die von Qualen erzählen, ist die Länge niemals quälend. Und das ist ein wahres Kunststück. Glasner inszeniert souverän, ja meisterlich, einen zutiefst persönlichen Monumentalfilm. Ein Film wie eine Umarmung, die sich irgendwie nicht richtig anfühlt, kaum Trost spendet, aber immerhin eine Umarmung. F-
für den nächsten Film habe ich jetzt zwei Überleitungen vorbereitet. Entweder sagen wir, nach der einen bitteren Praline kommt jetzt die nächste bittere Praline. Oder wir gehen halt darüber, dass wir uns weiterhin auf der Berlinale befinden. Nach Sterben gehen wir jetzt in Alle, die du bist. Und Alle, die du bist, hat, wie das so ist, auf der Berlinale einen Ruf bekommen. Also das war auf der Berlinale der Film, über den alle gesagt haben, das ist der Film, wo die männliche Hauptfigur von mehreren DarstellerInnen gespielt wird. Das war so der Stempel, den man dem aufgedrückt hat. Aber so hast du den gar nicht so wirklich wahrgenommen, oder? Also der Film macht das auf jeden Fall, macht das auch sehr gut. Aber für mich war das nach wenigen Filmminuten gar nicht mehr so wichtig und eher nebensächlich auf jeden Fall. Und was war das an dem Film, was dich dann so mitgenommen hat? Und ich glaube, mitgenommen ist hier auch das angemessene Wort, oder? Absolut. Also ich habe den nicht auf der Berlinale gesehen, sondern zu Hause, hatte einen Screener. Und ich musste ihn mehrmals unterbrechen. Warum genau musst du ihn unterbrechen? Weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, weil es wirklich eine Thematik ist. Es geht darum, dass man sich eigentlich auch, dass man sich bemüht, dass man für Leute da ist, dass man Sachen organisiert, die einfach über die eigene Kraft hinausgehen. Und es spielt auch ganz groß dieser Trugschluss eine Rolle, dass man das vielleicht in gleicher Intensität zurückbekommt. Mhm. Und einerseits hat mir die Hauptdarstellerin, also die Figur, sehr leid getan und ich habe mitgelitten. Andererseits habe ich mich auch ganz oft wiedergesehen und habe das sehr auf mich bezogen, weil ich auch oft sehr gut darin bin, für andere Leute da zu sein und mich selber zu vernachlässigen. Mhm. Und das macht der Film extrem gut. Das sind ganz feine Beobachtungen. Ich will eigentlich auch gar nicht wissen, welche Erfahrungen zu diesem Drehbuch geführt haben, weil das einfach wirklich sehr fein erzählt wird und sehr glaubhaft. Und ich möchte den Film gar nicht schlecht machen, weil das ist ein guter Film, aber er ist auch hart. Und ja. Ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich da deine Ausführungen höre, weil einerseits will ich den unbedingt sehen, andererseits habe ich so ein bisschen Angst davor, den zu sehen. Danke für diesen Seelenstriptease von dir und auch von den Filmschaffenden. Schauen wir rein in deine Kritik. Ja. Alle, die du bist, fordert uns gleich mehrfach. Wir lernen das Ehepaar Nadine und Paul kennen und müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass Paul uns gleich in mehreren Formen begegnet. Als verschrecktes Rind, als kleiner Junge, der für sein Alter etwas zu erwachsen wirkt, oder als ältere Frau, in dessen Armen Nadine Zuflucht findet. Meistens sehen wir ihn aber als jungen Mann, der Witze macht und charmant ist, so wie Nadine ihn kennengelernt hat. Je weiter der Film voranschreitet, desto öfter sehen wir Pauls wirkliche Form. Den Paul, der seinen Job verloren hat, den Paul, der in Prüfungssituationen unter Panikattacken leidet, und den Paul, den Nadine nicht mehr liebt. Mach doch nicht so ein Theater jetzt. Das ist kein Theater, das ist einer meiner besten Kundinnen. Hör mal. Red doch einfach normal mit ihr. Hast du gehört, wir sollen ganz normal miteinander reden. Sag mal was ganz Normales. Was soll das? Was denn? Wieso musst du denn jetzt so eine Show draus machen? Ich kann auch mit so einer Fresse wie du da stehen, aber ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Neben den fast schon beiläufig inszenierten Verwandlungen von Paul sehen wir Nadine. Die leidet, die sich aufreibt, zerreißt zwischen ihrem Job, der ebenfalls auf der Kippe steht wegen des Kohleausstiegs, ihren Töchtern und ihrem arbeitslosen Ehemann. Nadine geht nicht auf dem Zahnfleisch. Das Fleisch ist längst weg. Sie wankt auf dem blanken Knochen und ist nur eine Frage der Zeit, bis sie nicht mehr funktionieren kann. Das ist quälend mit anzusehen und man wird irgendwann wütend. Wütend auf ihre Kollegen, wütend auf die ganze Situation, aber auch auf Paul. Man riskiert sein Mitgefühl und sein Verständnis zu verlieren, hat aber auch keine Lösung parat. Am Ende will man Nadine einfach nur umarmen, ihr sagen, dass alles gut wird. Sie ist eine Gefangene der Umstände und des eigenen Bedürfnisses, für andere da zu sein. Das ist wohl die schmerzhafteste Erkenntnis des gesamten Films. Dass es so weitergehen könnte und sich selbst Nadine ihrer Rolle, die sie spielt, fügt. Aber was ist der Film dann? Eine einzige Quälerei? Ja, vielleicht. Aber vor allem erzählt er durch seine feinen Beobachtungen, seine großartigen Figuren und seine Inszenierung eine ganz besondere Familiendynamik mitten aus unserer Gesellschaft. Zusammen mit Nadine und ihrer Familie erleben wir eine Grenzerfahrung, die so authentisch erzählt wird, dass man aufpassen muss, nicht zerschmettert zurückzubleiben. Hartes Kino, gutes Kino. Eine Erfahrung für sich.
Örtlich befinden wir uns immer noch auf der Berlinale, aber im Jahre 2023. Da lief nämlich das Biopic Golda mit Helen Mirren in der Hauptrolle. Chris, was verbirgt sich hinter dem Namen Golda? Ich habe das Gefühl, da ist was, was ich wissen muss, was ich nicht weiß. Ja, eigentlich ist es sogar vor meiner Zeit, ich könnte es gar nicht wissen, weil Golda Meir war 1969 bis 1975 israelische Ministerpräsidentin. Und damit war sie eine der allerersten Regierungschefin der Welt. Umso erstaunlicher, dass das jetzt ziemlich lang gebraucht hat, bis es dann mal über so eine starke Frau, eine Regierungschefin, ein Biopic gibt, muss man sagen. Und auch wieder erstaunlich aktuell, dadurch, dass der Israel-Palästina-Konflikt jetzt tagesaktuell leer geworden ist, muss man genau sagen. Genau, ja, und es ist im Grunde, also Staatsgründung Israel ist ja 1948 und es ist im Grunde seitdem auch unverändert. Es geht um den Jom Kippur-Krieg 1973. Also im Grunde baut sich da alles auch drum um sie und diese Situation auf. Ist im Grunde ein hochspannender Film. Ja, und das zeigt einfach nur, dass sich die Situation seitdem im Grunde auch gar nicht verändert hat. So, bevor du jetzt fragst, weil Berlinale und Palästina und all das, ne, wir können jetzt natürlich nicht irgendwas sagen, also beziehungsweise ich will nichts dazu sagen. Ich sage, es ist ein Film mit der israelischen Perspektive. Mhm. Und ich sage das jetzt, glaube ich, für alle. Wir in der Filmfest-Spezialredaktion sind natürlich für die Wahrung aller Menschen- und Völkerrechte. Und insofern, es ist ein historischer Film aus israelischer Perspektive, aber es gibt noch keinen aus palästinischer Perspektive. Vielleicht kommt da ja auch noch und dann sprechen wir dann natürlich drüber. Würde sich ein Vergleich anbieten, aber jetzt erstmal die israelische Perspektive mit Golda. Man muss kein Nahost-Experte sein für Golda, denn gleich zu Beginn gibt der Film einem wichtige Eckdaten. Heute Mittag haben die ägyptische und die syrische Armee eine Offensive gegen unser Land gestartet. Und man kann diese britisch-amerikanische Produktion auch schauen, wenn man sich weder übermäßig für historische oder Kriegsthemen interessiert. Das Politbiopic ähnelt eher einem Gerichtsdrama. Es bleibt über die ganze Spielzeit bei der knochigen, aber überaus sympathischen Regierungschefin Golda Meir. Die muss nämlich den jungen Staat Israel durch seine bis dato größte Bedrohung führen und dabei eine ganze Reihe Männer im Zaum halten. Golda, Israels eiserne Lady, so der komplette deutsche Titel, ist zuallererst ein sehr gut gemachter Polit-Thriller, der einen zurück in die 70er Jahre katapultiert, mit einem ausgesprochen detailverliebten Set-Design, großen, starken Bildern und vor allem einer mit der Person Golda Meir geradezu verschmolzenen Helen Mirren in der Hauptrolle. It's such a mighty character with such an incredible history. I would like audiences to take away the understanding that women as well as men can lead a country in war through great challenges. Durch die ganze Dynamik der Geschehnisse kommt die besondere Persönlichkeit der Golda Meir fast ein wenig kurz. Denn auch wenn der Titel einen Vergleich mit der eisernen Lady Großbritanniens, Margaret Thatcher, andeutet, war die vor allem eisern und nie gleichzeitig auch so eine leidenschaftliche, nahbare und menschliche Ausnahmepolitikerin wie Golda Meir. Die Russen bereiten 11 Luftlandedivisionen vor. Damals war ich noch ein Kind in der Ukraine. Sie haben Juden auf der Straße zum Spaß zu Tode geprügelt. Ich bin nicht das kleine Kind, das sich im Keller versteckt. Am Ende ist Golda aber vor allem eines: spannendes, unterhaltendes und erbauliches Historienkino. Und das wahrscheinlich oder hoffentlich ganz unabhängig davon, wie man jetzt zu dem Nahostkonflikt stehen mag. So, ein letzter Berlinale-Film für uns, dann machen wir auch den Sack zu hier. Und das ist ein Film, den habe ich, glaube ich, 1-2 Tage vor dir gesehen auf der Berlinale. Hab dir gesagt, Clara, du musst diesen Film gucken, Teachers of Peaches, du wirst ihn lieben. Und dann hast du gesagt, du hast schon längst ein Ticket. Ja, genau. Und ich hatte eine sehr gute Zeit. Ja, ich auch. Es war, also ich hatte so gute Laune danach, dass ich es noch locker geschafft habe, danach 2 Filme zu gucken, ohne dass ich mich müde fühle. Und ich habe Peaches gesehen. Du nicht. Du hast sie gesehen sogar? Ja, sie war auf der Bühne. Ich bin so neidisch auf dich. Und die ganze Band. Clara, who the fuck is Peaches? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ist es eine kanadische Sängerin, die Popmusik revolutioniert hat, indem sie offen über Sex geredet hat. Mhm.
Und aber selber davon beeindruckt war, dass das doch so besonders ist, wie sie mal in einem Interview in der Badewanne liegend gesagt hat. Ja. Genau, diese Interviews gibt es zuhauf in dem Film, diese alten MTV-Videos, großartig. Und wie hast du sie dann nochmal entdeckt? Weil das war auch eine ganz tolle Geschichte eigentlich und sagt viel über sie aus. Eigentlich schon. Also ich kannte jetzt sie nicht von den Anfängen, aber ich habe durch Umwege ein Musikvideo gesehen, nämlich Rap von Peaches, und das konnte ich nur auf Vimeo, konnte ich nur die unzensierte Version gucken. Die zensierte Version. Ah, nee, stimmt, ich konnte die unzensierte Version, also auf YouTube gab es die zensierte, und dann musste ich auf Vimeo gehen, musste mir einen Account machen, habe ich sogar, glaube ich, gemacht, damit ich die unzensierte Version sehe, wo man nämlich sehr viel Nacktheit sieht, sehr viel weibliche Nacktheit. Ich habe mir das Video angeschaut und man sieht auch... Man sieht zwei Frauen pinkeln. Und dass da irgendwas ist da in mir angegangen, irgendwas ist da, ja. Peaches kommt aus so einem Punk-Kontext, hat auf jeden Fall so eine Wildheit und auch eine weibliche Wildheit in die Popmusik reingebracht und hat wahrscheinlich deswegen auch so damals Anklang gefunden. Das erste Album hat sich wahnsinnig gut verkauft. Sie ist bekannt, aber nicht ultra berühmt, würde ich sagen. Und ich finde auch, man muss Peaches nicht unbedingt kennen, um diesen Film schauen zu müssen. Man weiß nach dem Film, wer sie ist, ja, und hat Bock, ihre Musik zu hören und sich noch mehr mit ihr zu beschäftigen. Und das ist eine wahnsinnige Leistung auf Seiten des Films. Und damit auch eine warme Empfehlung hier zu meiner Kritik. Get down to it. 20 Jahre Teaches of Peaches. Das muss gefeiert werden. Mit einer furiosen Jubiläumstour. Mit wilden Kostümen und Penissen, die ins Publikum ejakulieren. Und wir sitzen so da, im Kinosaal. Und wollen eigentlich nicht sitzen, sondern aufstehen, mitgrölen, den Schmerz wegficken. Die Form des Films bleibt konventionell. Kein Mut am Experimentieren mit dem Format der Musikdoku. Wenn man ehrlich ist, wird dieser Film der Experimentierwut, der schieren kreativen Gewalt von Peaches nicht gerecht. Zum Glück reicht aber die Strahlkraft der Supernova Peaches aus, um die Leinwand zu transzendieren. Nachdem man in die Teaches of Peaches eingeweiht worden ist, egal wie, will man einfach Party machen. Zum Glück steht dem Film das Archivmaterial einer Zeit zur Verfügung, die wesentlich wilder und ästhetisch wagemutiger war. Die wackelige Handkamera und körnige Digitaloptik der 2000er sind so viel sexier und haptischer als die kalten, distanzierten High-Definition-Aufnahmen der Gegenwart. Die Tools der Crew um Regisseur Philipp Fußnegger produzieren vielleicht schärfere Bilder, doch ihnen fehlen die Sensoren, um das Licht einzufangen, das die Songs und die Performances von Peaches ausstrahlen. It literally just wrote itself. I'm not trying to be like, yeah, but it literally wrote itself, this song. Sucking on my titties like you wanted me. Was die Doku nicht ist, ist Peaches. Feministischer, trotziger, hypersexueller Punk. Was der Film aber leistet, ist Lust auf mehr zu machen. Lust auf mehr Lust, mehr Bass, mehr Erotik, mehr Selbstliebe, mehr Pink, mehr Peaches. Was sie so hörenswert macht, macht die Doku sehenswert. Beautiful celebration of a fuck you. So, von der Millionenstadt Berlin jetzt zurück gedanklich in den September letzten Jahres Oldenburg. Da habe ich in der Sendung ein paar Filmempfehlungen bekommen von Thorsten Neumann, dem Festivalleiter des Festivals Oldenburg. Und einer seiner Favoriten war der Film Robot Dreams. Damals war noch unklar, ob er einen Kinostart bekommt. Jetzt zum Glück nicht mehr, oder Clara? Du hast ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen und er ist ganz klein und fein und es geht um Einsamkeit, aber es geht auch um Freundschaft. Auch wenn er
etwas traurig ist manchmal und ich ein bisschen geweint habe, ist ja, glaube ich, für die ganze Familie und für die großen und die kleinen Kinder. Genau. Robot Dreams, ein Animationsfilm, in dem ein Hund einen Roboter adoptiert. Schauen wir rein in deine Kritik. Der Hund lebt in Manhattan der 80er Jahre und ist einsam. Der Fernseher und Tiefkühlgerichte seine stetigen Begleiter. Das soll sich jetzt aber ändern und er bestellt sich kurzerhand einen Roboter. Fortan sind die beiden nicht mehr voneinander zu trennen und erkunden die Metropole New York. Essen Hotdogs im Park oder verbringen den Tag am Strand. Doch genau so ein Ausflug wird der neuen Freundschaft zum Verhängnis. Zwar halten Roboter viel aus, aber das Meerwasser lässt den neuen Freund des Hundes rosten und er muss ihn am Strand zurücklassen. Robot Dreams kommt ohne ein einziges Wort aus. Mehr als eine laute Überraschung oder ein enttäuschtes Seufzen werden wir von den ProtagonistInnen nicht zu hören bekommen. Das macht den Film aber nicht weniger wert und eindrucksvoll. Wir sind gemeinsam mit Hund und Roboter einsam, träumen mit ihnen und fiebern sehnlichst dem Wiedersehen entgegen. Mit viel Liebe fürs Detail und dem New York der 80er Jahre hält der Film nicht nur viele Anspielungen auf andere Filmklassiker bereit, sondern erzählt auch eine tief berührende Geschichte, bei der man die Figuren zwangsläufig lieb gewinnen muss. Ein Kinoerlebnis für die Kleinen, aber vor allem für die großen Herzen, bei dem kein Auge trocken bleibt. Jetzt haben wir genug von Filmfestivals in der Theorie geredet. Jetzt geht's auch mal ins Feld. Wir werden unserem Namen gerecht und machen einen Ausflug auf das, das European Media Art Festival, das EMAF in Osnabrück, ist nun eigentlich kein reines Filmfestival. Es ist, wie der Name das schon sagt, ein Medienkunstfestival. Das heißt, wir begegnen da verschiedenen Medien. Es gibt auch experimentellere Filme, definitiv. Es gibt aber auch bildende Kunst, eine ergänzende Ausstellung mit verschiedenen Kunstwerken, Installationen. Es gibt Panels und es gibt immer ein Thema, unter dem das Ganze kuratiert ist. Dieses Thema ist vieles Senses. Das bedeutet, es geht ums Fühlen, es geht um die Wahrnehmung, es geht um Sinneseindrücke. Ich bin sehr gespannt, ob es dann nur um das Schauen und das Hören geht, wie eigentlich beim Film oder auch vielleicht mehr um das Haptische. Ich kann nur sagen zum Thema Fühlen, ich fühle mich immer sehr wohl auf dem EMAF, freue mich immer da zu sein und dementsprechend auch Sie dahin mitzunehmen. Schauen wir mal vorbei, wie es dieses Jahr war. Die 37. Ausgabe des EMAF. In diesem Jahr lautet der Leitsatz des Filmprogramms Feels Senses. Es geht also um das Fühlen, das Empfinden, das Wahrnehmen. Als allererstes dachte ich mir da natürlich, Filme sind doch in erster Linie Bild. Man sagt, ich habe mir einen Film angesehen. Mal am Anfang, da war der Stummfilm. Dann kam der Ton dazu. Aber nach meinem Gespräch mit der Festivalleiterin Katrin Mund ändert sich meine Meinung. Natürlich hört man Filme auch. Und mehr. Filmerfahrung ist immer mehr als der Film. Insofern, als wir ganz viele andere Filme und ganz viele andere Erfahrungen mitbringen in dem Moment, wo wir im Kino sitzen. Das heißt, es wird ganz viel aktiviert von dem, was wir erinnern, was wir früher mal gefühlt haben, was wir vielleicht gerne fühlen würden. Und wir haben diesen Raum um uns rum. Das heißt, da sind noch andere Leute. Wir hören Sachen links und rechts von uns. Wir denken vielleicht schon drüber nach, muss ich gleich was essen gehen oder habe ich wirklich letzte Nacht genug geschlafen oder wieso werde ich gerade müde? Also solche wirklich ganz stark verkörperten Aspekte kommen mit rein. Also mein Körper guckt mit. Der Körper guckt mit. Mein Körper hat Schmacht nach Tabak. Ich denke, 4 Semester was mit Kunst studiert und ich lasse mir immer noch Zigaretten von anderen drehen. Irgendwas muss ich falsch machen. Beim Filmesichten in der Lagerhalle frage ich mich, was ich Katrin später beim Interview alles fragen könnte. Das färbt meine persönliche Wahrnehmung. Ich achte auf Sinnesorgane in Filmen. Dieses Jahr wurden erstmals 3 Filmprogramme zum Thema von 3 Künstlerinnen kuratiert. Wir haben explizit, das war mein Wunsch, haben explizit Künstlerinnen gefragt, etwas zu kuratieren. Die Filme stellen sich unter anderem die Frage, wie wir sprechen können, wenn wir nicht sprechen dürfen. Und es gibt wiederum Filme, die mit dem Herzen gesehen werden wollen.
Natürlich wären wir kein Filmkritikformat, wenn wir nicht auch über irgendwas herziehen. Und da bin ich sehr dankbar, dass es diesen Monat einen Kinostart gibt. Und zwar den neuen Film von Oskar Röhler, Bad Director. Bei so einem Titel liegt natürlich nahe, dass Röhler da einen autobiografischen Film gedreht hat. Aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu fies. Ich möchte Oskar Röhler nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Regisseur ist. Aber ein guter Film ist Bad Director auf jeden Fall nicht. Und damit haben wir jetzt auch eine Anti-Empfehlung in dieser Sendung. Gehen Sie da bitte nicht in diesen Film rein. Außer Sie wollen sich quälen, dann können Sie das gerne machen. Oliver Masucci hat zumindest so sehr spannende Dinge, die er da mit seinem Gesicht macht. Das ist schon so ein bisschen lustig. Aber falls Sie irgendwas anderes Gutes diesen Monat sehen wollen, haben wir hier sonst unsere sonstigen Starts. Was alles noch so im Kino und im Streaming läuft, sehen Sie jetzt im Schnelldurchlauf. Außerdem, wie immer, zu den DVD- und Streaming-Starts findet man auch längere Kritiken auf unserem YouTube-Kanal. Also in voller Länge. Ich sag dir jetzt zum letzten Mal, kümmere dich um das Chaos da draußen! Mit seinem Rainer-Werner Fassbinder-Biopic Enfant Terrible hat sich Oskar Röhler bereits in die Reihe gestellt, in der er sich selbst sieht. Der des wahnwitzigen Genies. In Bad Director geht es nun auch wieder um einen Filmregisseur an der Schwelle zum Wahnsinn, der nebenbei noch Gülle über die gesamte Filmbranche auskippt. Wenn ich geahnt hätte, dass diese ganze Branche nur aus Vollidioten besteht, hätte ich auch gleich auf dem Bau arbeiten können. Ja, warum tut man sich das an? Satire sollte aber scharf treffen und am besten noch lustig sein. Beides gelingt dem Film leider nur selten. In Touched verliebt sich eine große Frau in einen durch einen Unfall querschnittgelähmten Pflegeheimbewohner. Doch leider garantiert eine interessante Prämisse keinen interessanten Film. So leider auch hier. Wenn ich dich nochmal in seinem Bett erwische, fliegst du raus. Verarsch mich nicht. Was willst du von mir? Du bist einfach unfassbar. Unfassbar. So. In Elaha möchte eine 22-jährige Kurdin kurz vor ihrer Hochzeit ihr Hymnen, ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen lassen, um ihre Familie nicht zu enttäuschen. Das mutige Drama gibt Einblick in die kulturelle Zerrissenheit moderner Muslime in Deutschland. Du kennst sie, sie ist einfach zu stolz für sie. Ich könnte das niemals. Egal wie sehr meine Familie oder Freunde meinen Kopf dingsen. Ich könnte niemals ohne sie leben. Das französische Coming-of-Age-Drama Sterne zum Dessert erzählt die wahre Geschichte von Yassid Ishemaran, der sich aus schwierigen sozialen Verhältnissen zum Weltklasse-Pâtissier hochgearbeitet hat. Den werden wir behalten. Pünktlich 8 Uhr und präsentabel. Jawohl, Chef. Ist das der Personaleingang? Den nimmst du in Zukunft. Okay. Dass du hier bist, in einem Heim, hat Gründe. Joyland überrascht mit einem für das streng islamische Pakistan sehr ungewöhnlichen Setting. Der Liebe zwischen einem verheirateten Mann und einer Transfrau. Gekonnt nutzt er die ungewöhnliche Konstellation für eine überaus unterhaltsame und ebenso scharfsinnige Gesellschaftsstudie. Sehenswert. Der für 6 deutsche Filmpreise nominierte Sci-Fi-Thriller Die Theorie von allem spielt gekonnt mit dem Genre des Film Noir und der Theorie von Parallelwelten. Sehenswert. Die Erwähnung von Theorie von allem erinnert mich gerade auch noch an eine leicht unglimpfliche Kritik von einem gewissen Jonas Helmerichs, der jetzt im Nachhinein doch sehr begeistert ist von dem Film. Der hat mich nicht losgelassen, ist auf jeden Fall eine
Große, große Empfehlung. Und hier auch noch eine Empfehlung für Sie zusätzlich zu diesem Film. Das Filmfest Emden natürlich mit seiner warmen, wunderbaren Atmosphäre im Juni vom 5. bis 9. Da sind wir auch, wie jedes Jahr, um uns Filme anzuschauen und von dort zu berichten. Und wenn wir uns nicht auf dem Festival sehen, sehen wir uns zumindest wieder hier am selben Ort, an selber Stelle bei Filmfest Spezial im Juni. Bis dann.